Oberliga Hamburg Schleswig-Holstein. Der TSV Sieverstedt empfängt die HG Hamburg Barmbek. Oder um es genauer zu sagen, der Absteiger aus der dritten Liga spielt gegen den Aufsteiger aus der Schleswig-Holstein-Liga. Hamburg Barmbek direkt in der ersten Aktion mit dem 7-Meter. Und das war mal ein klassischer Aufsetzer übers Tor. In den Amateurmannschaften meist mit einem Kasten bestraft. Trotzdem, auch Sieverstedt jetzt hier mit dem ersten 7-Meter. Und die sind natürlich sicher. 7 Meter bei den Sieverstedtern, eine Sache für Jeldrik Andresen. Aber Hamburg-Barmbek war immer einen Schritt besser. Einen Schritt vor, konnte Sieverstedt aber nicht abschütteln, die ein gutes Spiel machten. Hier schönes Tor von Timo Eggers. Es war trotzdem die individuelle Klasse, die den Hamburgern meistens ein oder zwei Tore Vorsprung einbrachte. Genau wie hier, gut eingelaufen. Das sind die einfachen Lösungen. Da nochmal der Versuch, vielleicht ein paar Sekunden zu früh, aber 18-16 damit der Halbzeitstand für Hamburg Barmbek. Zweite Halbzeit, Sieverstedt, viel vorgenommen, wollten viel anders machen. Aber wie das läuft, sehen Sie selbst. Erst einmal gut, Hamburg-Barmbek, keine Chance, das zu verteidigen. Gut gespielt von den Sieverstedtern, die dann allerdings fehleranfälliger wurden und dadurch auch ins Tempospiel von Barmbek reingezogen wurden. Einfache Fehler und dadurch eben auch 7 Meter, die dann wieder von Jannis Timm geworfen wurden. Den macht er natürlich. 25-24, wir befinden uns nun schon fast in der Crunch-Time. Barmbek zwar immer einen Schritt besser, aber Sieverstedt ist dran. Unentschieden, 13 Minuten vor dem Ende, zu Recht. Die Auszeit von Barmbek, kann die Auszeit jetzt Wirkung bringen? Ja, sie kann es. Mit einem 5-0 Lauf setzt sich Barmbek dann endgültig ab und gewinnt dieses Spiel dann im Endeffekt hochverdient. Nachdem Sieverstedt zwischendrin wirklich gut dran war, hier gibt es noch einmal den 31-27, was nur noch Ergebniskosmetik war. Alles in allem gewinnt Barmbek 31-27 gegen starke Sieverstedter, die man diese Saison wirklich auf dem Zettel haben muss.